Hallo und herzlich willkommen, liebe Producer. In den letzten Monaten hat hier in unserer Community unsere Team-Challenge stattgefunden. 68 Musiker aus vielen verschiedenen Genres haben in Teams gemeinsame Songs produziert. Und am Ende wurden 12 verschiedene Songs aus den Bereichen Hip-Hop, Pop und Rock veröffentlicht, die ihr hier oben unter diesem Link anhören könnt. Diese Teams bestehen aus Musikern, die sich vorher noch nicht gegenseitig kannten und die wir zufällig miteinander gruppiert haben. Das ist also schon eine ganz schön große Herausforderung, dann miteinander so ein großes Projekt umzusetzen und erfordert viel Teamgeist und jede Menge Fähigkeiten, sich auch musikalisch aufeinander einzulassen. Gleichzeitig hat die komplette Produktion online stattgefunden, das heißt, alle Absprachen liefen auf digitalen Wegen ab. Und ich hätte mir wohl mehr als einmal gewünscht, dort stilles Mäuschen zu spielen und zu beobachten, wie die Produktionen denn dann wirklich abgelaufen sind. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, das werde ich vielleicht in Zukunft häufiger machen. Und das ging tatsächlich unserem gesamten Team so. Und deshalb haben wir beschlossen, da mal nachzufragen. Und eines der Pop-Teams hat sich dazu bereit erklärt, uns Einblicke zu geben in die Songentstehung ihres Titels Lass den Tiger los. Lass den Tiger los. Wer unserem Kanal vielleicht schon ein bisschen länger folgt, der kennt meinen Freund und Kollegen Wolfgang vielleicht schon. Und Wolfgang hat im Team Pop 13 einmal nachgefragt bei den 4 Teammitgliedern und ich bin super gespannt, was wir zur Entstehung des Songs erfahren. Hallo, ich bin Wolfgang und ich habe hier aus unserer Gruppe Pop 13 den Arndt. Hallo Arndt, sag doch mal, welche Aufgabe hattest du? Ich war der Initiator, weil ich eine gute Idee hatte, die auch von dem geforderten Akkord relativ viel Gebrauch gemacht hat. Aber das Team war nicht davon zu überzeugen. Und wir haben uns dann relativ schnell auf eine Idee von unserem Vokalisten geeinigt. Und ich habe dann die Akkorde genommen dazu und das als Starttrack sozusagen zusammengestellt. Mit 2 Instrumenten allerdings. Nicht mit einem, sondern mit 2. Mit einem Rhodes. Und mit einer Orgel. Und bevor die Drums auch fertig wurden, war sogar schon die Audiospur fertig von dem Vokalisten. Der hatte einen Text gemacht und hat sie schon eingespielt. Pack es an, warte nicht so lang, Stück für Stück, Mann, lass den Tiger los. Hallo Satru, was hast du denn für eine Aufgabe in eurer Gruppe gehabt? Also meine Aufgabe war einerseits, einen Text zu schreiben, Melodie zu entwickeln und zu singen. Und dann hatte ich noch eine zweite Aufgabe, weil wir zu Anfang zu viert waren, nämlich das Mixen. Wie genau bist du da vorgegangen? Wir hatten so das Glück, dass wir eigentlich so schon nach wenigen Tagen 3 unterschiedliche Vorschläge hatten. Und da konnte ich mich im Prinzip schon sehr früh darauf einstellen, was ich machen muss und hatte dann genügend Zeit, was zu entwickeln. Hast du dann angefangen mit der Melodie oder hast du angefangen mit dem Text? Eigentlich eher mit der Melodie zuerst. Also das war schon der Hauptbestandteil und dann habe ich den Text drauf entwickelt. Immer jung, niemals grau, morgen machst du wieder blau. Wie lang soll denn das noch weitergehen? Beim Schreiben des Textes gab es ja einen Teil, der sozusagen zur Challenge selber gehört hat. Du solltest ja ein Tier unterbringen. Jetzt ist relativ klar, das war der Tiger, aber wieso hast du dich für den Tiger entschieden? Also das war eigentlich so meine erste Idee, das zu nehmen, auch gerade mit diesem Satz halt, lass den Tiger los. Und da konnte ich mir halt irgendwie auch vorstellen, dass ich daraus so einen ganzen Text entwickeln kann. Das hat auch ein starkes Bild irgendwie, finde ich. Hat das Tier irgendeine Bedeutung für dich? Meine Frau sagt immer, ich bin auch ein Tiger, bleibt deswegen. Hallo Ramon, welche Aufgabe hattest du denn in eurer Gruppe? Also ich war für die Rhythmikgruppe zuständig, ich war sozusagen der Rhythmiker und habe mich um die rhythmischen Instrumente gekümmert in unserem Projekt. Wie genau bist du dabei vorgegangen? Der Songtext stand schon, es war schon, die Spuren waren schon eingesungen. So konnte ich mich dann nicht nur an der harmonischen Idee und der Biospur orientieren, sondern auch an den Vocals und habe daher darauf geachtet, da wo Luft ist in den Vocals, dann halt ein bisschen präsenter die rhythmische Gruppe zu gestalten und da wo schon viel los ist vom Text her, da ein bisschen zurückhaltender zu gestalten, ja. Und auch halt das ganze Feeling von den Vocals und das, was die ausbreiten, schon ja, zu unterstreichen und mit einzubeziehen und da nicht dran vorbeizuarbeiten. Zeit vergeht. Bald ist es zu spät, wenn der Wind dreht, lass den Tiger los. Teil der Challenge war ja, einen ganz bestimmten Sound abzusamplen und mit einzusetzen.
Wie genau hast du das gemacht? Am Anfang kam die Idee auf, das als vorneweg, also im Intro vom Song, so als ja, Kopfhörerstecker oder Gitarrenstecker offensichtlich mitzubenutzen. Das fand ich dann aber ein bisschen zu plump und habe mich dann dafür entschieden, nachdem ich das Signal ein bisschen auseinandergeschnitten habe, ein bisschen bearbeitet habe, es schlussendlich als Clap zu verwenden. Das Einstecken von so einem Kopfhörerkabel ist ja eigentlich relativ leise. Hast du da irgendeinen besonderen Aufnahmeweg benutzt? Ich habe einfach mit dem dynamischen Mikrofon aufgenommen und bin dann recht nah dran. Wenn der Wind dreht, lass den Tiger los. Die Idee finde ich per se sehr cool, auch mit fremden Leuten Musik zu machen. Man lernt halt viele andere Herangehensweisen kennen und ja auch die Arbeit von anderen. Wir haben es auch extrem befruchtet untereinander. Das war sogar auch wirklich sehr offen. Hallo Jochen, bei euch war es nicht so, dass das Arrangieren vor den Einsingen der Vocals kam, sondern ihr habt sozusagen alle schon mal angefangen zu arbeiten. Und wie war die Planung bei euch da? Der Varo hatte dann aber auch tatsächlich irgendwie, wie das manchmal so ist, sofort eine Idee für einen Text und hatte das dann einfach gesagt, ich singe das mal ein. Was uns natürlich auch gerade im Arrangement viel einfacher gemacht hat. Ich habe ja so Sachen wie Tigergeräusche und Tigerschreie und sowas da eingesetzt. Lass den Tiger los! Das hätte ich natürlich im Arrangement nie gemacht, wenn ich nicht schon den Text der Vocals gehabt hätte. Aber ich glaube, wir hätten es genauso gut hingekriegt, wenn wir jetzt die Vocals noch nicht gehabt hätten. Cool. Das war, wie gesagt, spannend, dass man das so aufbauen. Wir haben halt auch die Pausen, war was, was ich von vornherein gesagt habe. Ich habe gesagt, da muss nochmal zwischen dem Pre-Chorus und dem Chorus muss nochmal einfach eine Pause, damit es runtergeht, damit man sich auf den Chorus vorbereiten kann, etc. Wie lang soll denn das noch weitergehen? Vergessen, warten nicht. Dann gibt es aber Stellen, wo eigentlich, ich glaube, das habe ich komplett reduziert, da spielt, glaube ich, nur das Piano. Also das ist wirklich, wir haben versucht, da wirklich auch so eine Dramaturgie und eine Spannung aufzubauen. Du solltest ja unbedingt, das war Sinn der Challenge, einmal einen Reverse-Hall benutzen. Der allererste Takt ist nichts anderes als der Reverse-Hall. Dass es also damit direkt einsteigt und wir haben so ein bisschen versucht, das so Lo-Fi-artig zu machen und ich fand einfach, dass das ein guter Auftakt für das Lied war. Welches Material hast du denn in den Hall geschickt? Die Rhodes. Mit den Rhodes in die Rhodes. Ist das was du jetzt auch wirklich erst für die Challenge mal gemacht hast oder hast du das auch sonst im Workflow ab und zu mal, dass du sowas nimmst oder? Ich habe ja auch in dem Song relativ, im ihr kennt den Bereich, viele Sachen reverse gesetzt. Ich habe jetzt eigentlich Delay-Fahren noch nicht so oft genutzt, fand das jetzt aber eigentlich ganz spannend, weil das nochmal eine andere Sache ist. Ich habe das jetzt bei einem anderen Projekt, wo ich gerade dran arbeite, mal auch in Vocals probiert und das hat auch eigentlich einen ganz, ganz coolen Effekt gehabt. Genau so war es gedacht. Jedes Mal, wenn da was Neues kommt, das ist total super. Das bleibt, also das lässt einen wirklich dranbleiben. Das ist total gut gemacht. Ich glaube, dass tatsächlich auch da meine Stärke im Arrangement lag. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich das hier gemacht habe. Ich habe mich auch für das Arrangement entschieden gehabt, als ich mich angemeldet habe. Arrangement war vorher, das hat der Jochen gemacht. Ich fand auch, dass er das super gemacht hat. Und der hat dann mir so viele Spuren angeliefert, dass ich erstmal erschlagen war. Und dann kamen natürlich noch die Drumspuren dazu, sodass es, glaube ich, fast 80 Spuren waren. Das war schon also heftig für jemanden, der eigentlich sonst ja, nur seine kleinen eigenen Songs so mischt. Also da musste ich mich erstmal sozusagen dran gewöhnen. Genau, das ist ja schon ein Stück weit das, was uns zum Mischen interessiert. Wir würden aber gerne noch mehr wissen, wie du beim Mischen dann vorgegangen bist. Im Prinzip hatte der Jochen schon so eine Sortierung vorgenommen. Auch farblich hatte er die schon alle markiert, sodass ich schon einen guten Startpunkt hatte. Ich habe dann einfach seine Plugins runtergenommen, weil ich die zum Teil auch gar nicht hatte, die er verwendet hat. Und habe dann hauptsächlich mit meinem gemischt, wobei ich eigentlich ganz wenig verwendet habe. Ich benutze halt so meistens diese Isotope-Sachen, Neutron und Nektar. Komplett ausgecheckt, Sonne scheint, Himmel lacht, Leben wird aus Zeit gemacht. Wer will da schon stehen?
Und damit habe ich eigentlich fast den ganzen Song gemacht, bis auf noch ein paar andere kleine Sachen. Ich habe auch, glaube ich, 3 Anläufe gebraucht, bis alle zufrieden waren. Dann bei den ersten beiden Anläufen hat sich unser Rhythmiker mal beschwert, dass ich ihn weggemischt habe. Aber am Schluss war er dann auch zufrieden und dann war alles gut. Aber das hat auch am meisten Zeit in Anspruch genommen, dieses Mix. Habe ich bestimmt, sagen wir mal, 20 Stunden bestimmt darauf verwendet, so insgesamt. Versucht das gut im Panorama zu verteilen und möglichst vielen Sachen irgendwie auch Geltung zu verschaffen. Vielleicht ist es ein bisschen übervoll geworden zum Teil, aber ich fand das einfach so gut, was er gemacht hat, dass ich versucht habe, alles irgendwie unterzubringen. Wahnsinn. Und ich finde, das Ergebnis kann sich auch wirklich hören lassen und man merkt, wie viel Fleiß und Arbeit hier drin steckt und wie rund es auch dadurch geworden ist. Findest du generell, dass die Art der Zusammenarbeit so Zukunft hat oder ist das was, was man nur jetzt mal machen kann, weil man sich im Studio eh nicht treffen kann? Nee, ich glaube schon, dass das Zukunft hat. Und wir haben uns im Team auch abgesprochen, dass wir beisammenbleiben und noch weitere Produktionen zusammen machen wollen. Das ist super. Genau das war unsere Hoffnung, als wir die Team-Challenge gestartet haben, dass das was ist, was auch wirklich Spaß macht und was vielleicht mehr Zukunft hat als nur dieses eine Mal. Und ich freue mich riesig zu hören, dass ihr als Team schon an den nächsten gemeinsamen Projekten arbeitet. Also lasst uns unbedingt wissen, wenn es von euch was Neues zu hören gibt. Ihr findet Lass den Tiger los zusammen mit vielen weiteren Songs aus der Team-Challenge in unserem Producer-Blog. Der Link dazu steht unten in der Videobeschreibung. Diese ganze Team-Challenge war tatsächlich auch für uns eine ziemlich große Herausforderung. Die ganzen Anmeldungen verwalten, Teams zusammenzustellen, Tutorials drehen, Anleitungen schreiben und auch die Kommunikation in den Teams überhaupt möglich zu machen. All das hat einige Zeit in Anspruch genommen. Ich bin sehr glücklich darüber, wie die ganze Aktion gelaufen ist und wie viele wunderschöne Songs hierbei entstanden sind. Gleichzeitig hätte ich aber nie gedacht, wie aufwendig auch das Managen dieser Aktion werden wird. Und ich bin mega dankbar für euer Feedback, was wir besser machen können, wenn wir die Team-Challenge wiederholen. Und genau das haben wir vor. Am kommenden Montag, dem 3. Mai, startet die Anmeldung für unsere zweite Team-Challenge und zwar dieses Mal exklusiv für unsere Pro-Member auf meinhomestudio.de. Denn mit eurem Pro-Member-Beitrag können wir unter anderem die Durchführung und Organisation der kompletten Team-Challenge finanzieren. Bis zum 16. Mai könnt ihr euch dann in unserem Pro-Member-Bereich anmelden für diese zweite Team-Challenge. Los geht die Produktion dann am 21. Mai und ihr habt in den Teams bis zum 2. Juli Zeit, um eure Songs fertigzustellen. Dazu gibt es dann wieder einige Anleitungen von uns und spannende Challenges für jede Produktionsphase. Das ist also auch eine super Gelegenheit, um andere gleichgesinnte Musiker kennenzulernen in eurem Stil oder Genre und mit ihnen gemeinsam kreativ aktiv zu werden. Es bleibt aber so, dass die Teams selbst für die Umsetzung der Songs verantwortlich sind. Also falls es in einzelnen Teams nicht harmoniert, dann können wir auch während der Challenge leider keine komplett neuen Teams organisieren. Aber die Erfahrung hat ja gezeigt, dass das in 12 von 14 Fällen trotzdem gut geklappt hat, zu einem fertigen Song zu kommen. Alle Infos rund um diese Aktion findet ihr ab jetzt im Member-Bereich auf meinhomestudio.de. Und keine Sorge, wir werden auch weiterhin kostenlose Aktionen für die gesamte Community veranstalten. Es gibt zum Beispiel seit dieser Woche eine neue Challenge auf unserem Discord-Server, bei der ihr verschiedene vorgegebene Samples verwenden dürft, um damit zu produzieren. Schaut gerne mal vorbei, Link dazu steht auch in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, wir freuen uns auf eure Anmeldungen zu unserer zweiten Team-Challenge. Eine kreative Zeit und bis zum nächsten Video. Macht's gut.